Am 29. Juni feierte der Musikverein Gunskirchen sein 160-jähriges Jubiläum. Obmann Franz Mallinger hatte es in dieser Hexennacht im Festzelt nicht leicht. Am Freitag hat unser Bezirksmusikfest ja der dreitägig begonnen mit der Hexennacht. Die sind alle Hexen, waren bei uns da, aber es hat ein bisschen gehext. Es sind nicht mehr mit dem Besen gekommen, sondern durch mein Auto und das hat es gleich einmal gestraft. Die Hälfte ist angekommen, weil ich habe vorhin doch keinen Besen drauf gehabt, aber die anderen sind auf der Autobahn stecken geblieben. War natürlich für uns momentan ein Schock, aber natürlich gut, wenn wir sind improvisieren. Haben wir unsere halbe Dreimusik genommen, haben die auf die Bühne gesetzt und dann ist es losgegangen. Durch den Unfall der Hexen wurde die Präsentation des Jahreskalenders vom Musikverein Gunskirchen vorverlegt. Improvisieren war angesagt. Also, der Dezember 2007 zeigt die Funktionäre, Beiräte, Ehrenobmänner und Ehrenmitglieder, die sich in den Räumen der Raiffeisenbank Gunskirchen vor die Kamera stellten. Zu einem zünftigen Fest gehört natürlich auch ein Bieranstich dazu. Und auch da hast du ein bisschen gehext. Ich habe halt einmal die Pippen probiert, gell, und habe einmal von vorne und hinten reingeblasen und einmal geschaut, wo eigentlich das Bier ausdrehen soll. Na, nichts ist gegangen. War die Pippen kaputt. Das war schon die erste Hexerei in den Abend. Aber natürlich die Brauerei hat einen Notdienst gehabt und die haben sofort eine andere Pippen gebracht. Und auch das hat wieder funktioniert. Das Bier ist geflossen in Mengen. Dann sind sie doch um halbe Öfe gesund eingetroffen und dann war natürlich die Bühne frei für die Hexennacht mit den Isertaler Hexen. Dann ist im Zelt so richtig abgegangen. Um 23 Uhr legten die Hexen dann so richtig los. Das Publikum hatte lange genug auf diesen Auftritt gewartet. Aber die bezaubernden Hexen begeisterten alle, die im Festzelt waren. Ja, trotz der kleinen Improvisation, die wir gehabt haben, war das Publikum, was da war, sehr zufrieden. Das Zelt war übervoll. Also wir haben weit über 1000 Besucher und Besucherinnen gehabt, an die alle einen herzlichen Dank. Und wir sind da entsprechend entlohnt worden mit den Isertaler Hexen und mit der halbe Drei-Musik natürlich auch dazu. Ja, so ein Dreitagesfest ist natürlich eine große Herausforderung an alle Musiker und Musikerinnen, aber auch an die ganzen, die uns mitgeholfen haben, speziell also an die Feuerwehren, Gunskirchen, Fernreit, die Union, die Landjugend, Freunde und Bekannte. Haben uns da geholfen und so haben wir das wirklich super geschafft. Dankeschön an die alle, die was den Musikverein unterstützt haben. So kann es nur gehen, wenn alle zusammenhelfen, dann kann man also ein Fest abführen.